Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Katana-Kanal. Heute zocken wir das Game Sekiro: Shadows Die Twice zusammen. Dieses Ninja-Game spielt im mittelalterlichen Japan. Wir zocken das Game eine Zeit lang zusammen an, dass ihr euch einen Eindruck von dem Spiel verschaffen könnt. Gleichzeitig erzähle ich auch etwas über den geschichtlichen Hintergrund von der Epoche, in dem dieses Game spielt. Also dann viel Spaß beim heutigen Video. Es ist gar nicht so leicht, in das Game reinzukommen. Ich habe vor der Aufnahme schon circa eine Stunde gespielt. Inzwischen komme ich ganz gut klar, also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Vor dem ersten Level gibt es ein Mini-Tutorial, in dem man ein paar Basic-Moves lernt. Die ersten Gegner im Spiel sind noch relativ einfach. Wir spielen einen Shinobi, also einen Ninja. Es ist im Spiel immer leichter, Gegner zu überwältigen, anstatt im frontalen Kampf gegen sie zu kämpfen. Das entspricht ja schon mal der Ninja-Philosophie, von daher passt das. Hier kommt der erste stärkere Gegner. Was das Spiel relativ schwierig macht, ist, dass ich sehr schnell Energie verliere und gerade den stärkeren Gegnern mit meinen Attacken nicht gerade viel Schaden zufüge. Deshalb ist bei dem Spiel immer Geduld gefragt. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es sehr schwierig ist. Man muss geduldig sein, auf seine Zeit warten und seine Attacken zum richtigen Zeitpunkt setzen. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil wer will schon die ganze Zeit warten? Aber wenn man sich erstmal an den Stil des Spiels gewöhnt hat, dann ist das eigentlich ein sehr cooles Spiel. Die Ninja waren ein fester Teil der japanischen Kriegsführung. Schon im ersten Jahrtausend führten sie in Japan Aufträge aus. Dabei ging es um Spionage, Sabotage und Attentate. Deshalb wurden sie auch die Assassine Japans genannt. Um Ninja zu werden, mussten sie eine spezielle Ausbildung durchlaufen. Es gab in der Kriegsführung sogar ganze Ninja-Einheiten. Vergleichbar nach heutigen Standards waren die Ninja Geheimagenten oder Sondereinheiten des Militärs. Die Ninja verfügten über ein ganzes Arsenal an Geheimtechniken und Ninja-Waffen. Durch ihre besonderen Fähigkeiten waren sie sehr gefürchtet. Was ist der Unterschied zwischen Ninja und Samurai? Die Samurai waren eine Kriegerelite und eine eigene Gesellschaftsschicht, die großen Wert auf ehrenhaftes Verhalten und Etikette legten. Die Ninja waren ausgebildete Kämpfer aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die ihre Aufträge und Kämpfe im Geheimen ausführten und dabei häufig scheinbar ehrenlose, erfolgsorientierte Mittel benutzten. Einige berühmte Samurai und Samurai-Anführer wurden sogar durch Ninja-Attentate getötet. Deshalb herrschte keine Freundschaft zwischen den beiden Gruppen, aber sie waren grundsätzlich nicht miteinander verfeindet, besonders nicht, wenn man für denselben Herrscher kämpfte. Jetzt habe ich es auf die andere Seite der Schlucht geschafft. Es gab sogar Samurai, die gleichzeitig Ninja-Aufträge durchführten. Der berühmteste Ninja-Samurai ist Hattori Hanzo. Als Schwert benutzen die Ninja wahrscheinlich die gleichen Schwerter wie die Samurai, wie man es hier im Spiel sieht. Darüber gibt es keine genauen geschichtlichen Aufzeichnungen, aber heute gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Ninja auch Samurai-Schwerter benutzten. Ab dem 19. und 20. Jahrhundert wurde das Bild der Ninja stark romantisiert und ihnen wurden Zauberkräfte und Unbesiegbarkeit angedichtet. Einige Techniken der Ninja kamen ihren Gegnern wahrscheinlich sogar wie Zauberei vor. Ninja waren aber ganz normale Kämpfer, die einfach nur gut ausgebildet waren. Der Rest entspringt der Fantasie von Menschen. Ich
Es folgt der erste Bosskampf, in dem man nicht gewinnen kann, endet damit, dass ich meinen Arm verliere. Und das ist die Basis für den Rest des Games. Bekomme nämlich eine Prothese für meinen Arm, die ein paar ziemlich coole Sonderfunktionen eingebaut hat. Wie schon gesagt, es ist immer leichter, Feinde zu überwältigen. Die Handlung des Spiels findet in der Sengoku-Zeit statt. Die Sengoku-Zeit ist eine der berühmtesten Epochen der japanischen Geschichte. Auf Japanisch heißt sie Sengoku-Chidai, das Zeitalter der streitenden Reiche. Sie begann mit dem Ende der Onin-Kriege 1477 und endete im 16. Jahrhundert mit der Vereinigung Japans, auf der die darauffolgende Entwicklung Japans basierte. Die vorhergehende Muromachi-Epoche endete, weil das damalige Ashikaga-Shogunat seinen Einfluss nicht halten konnte und es in Japan in dieser Zeit einige Lokalherrscher gab, die nach mehr Macht strebten. Wer es sich leisten konnte, stellte eine Armee auf und zog in den Krieg, um seinen Einfluss zu vergrößern. Daher hat das Zeitalter der streitenden Reiche seinen Namen, weil viele Parteien des Reiches zu dieser Zeit im Krieg miteinander waren und jeder Herrscher wollte seine Position verbessern. Zu den berühmtesten Kriegsherren gehörten Imagawa Yoshimoto, Takeda Shingen und Uesugi Kenshin, aber auch die drei späteren Einiger des Japanischen Reiches, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu. Die unterschiedlichen Widersacher bekämpften sich über die komplette Sengoku-Zeit und versuchten die Macht über ganz Japan zu erlangen. Oda Nobunaga gelang es durch sein militärisches Geschick, sich gegenüber den anderen Kontrahenten einen Vorsprung zu verschaffen. 1568 eroberte er Kyoto und setzte einen Shogun seiner Wahl ein, um seine Macht zu legitimieren. Danach marschierte er gegen die bedeutendsten buddhistischen Klöster Japans. Die buddhistischen Mönche hatten zu dieser Zeit großen politischen Einfluss erlangt und folgten auch nicht immer dem Pfad des Friedens, den man heute mit dem Buddhismus verbindet. Nobunaga unterwarf die Klöster und setzte 1573 den von ihm zuvor eingesetzten Shogun ab und war von da an der Herrscher Japans. Damit begann das Ende der Zeit der streitenden Reiche. In dem Spiel wird man auch von allen möglichen Tieren angegriffen.
gibt Items in dem Spiel, mit denen man seine Energie wieder erhöhen kann. So, das wäre auch geschafft. Diese Figuren sind immer die Speicherstationen im Spiel, bei denen man zwischenspeichern kann. Hier haben wir unseren ersten etwas stärkeren Zwischengegner. Wie schon gesagt, in dem Spiel braucht man vor allen Dingen Geduld und muss viel ausweichen. Mit einfachem Reinrushen erreicht man hier leider nicht sehr viel. Aber kein Problem, seine Geduld sollte man ja quasi immer trainieren. Hier ist jetzt der erste Gegner mit einer Schusswaffe. Die gab es zu dieser Zeit in Japan tatsächlich schon, also historisch völlig korrekt dargestellt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten richtigen Endgegner im Spiel. Also da oben sehen wir schon den Endgegner. Ein angebundener Ogre. Der sieht gefährlich aus, den sollten wir lieber nicht provozieren. Okay, er hat sich losgerissen. Also los geht's. Als erstes wende ich einen kleinen Trick an, der mir den späteren Kampf sehr vereinfachen wird. Und zwar schleiche ich mich an den Ogre an und überwältige ihn.
Ja, und jetzt geht der richtige Kampf los. Die Attacken des Ogers machen viel Schaden. Deswegen ist es immer wichtig auszuweichen. Und dann mit zwei, drei Angriffen zu kontern. Da der Oger viel Energie hat, braucht er auf jeden Fall Geduld, um diesen Endgegner zu schlagen. Ich lade jetzt mal meine Energie auf. Ich spiele das Spiel auf der PS4 und habe bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht herausgefunden, wie man sich Items in die Schnellauswahl legt. Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es bitte jetzt nicht unten in die Kommentare. Ja, dann bin ich das erste Mal gestorben. Ich kann mich aber einmal wiederbeleben, deswegen heißt das Spiel wahrscheinlich auch Shadow of Die Twice. So, und dann habe ich es geschafft und jetzt bringe ich die Sache zu Ende. Damit ist der erste Endgegner geschlagen. Unsere heutige Aufnahme endet damit. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck von diesem Game bekommen. Wenn man sich erstmal eingefuchst hat, macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Das war's für heute, also macht's gut und bis zum nächsten Mal.